Schatten sind da! Ja, ihr wollt ihn doch den perfekten Body, oder? Ja! Den absolut knusprigsten Hintern! Ja! So Fitnesswahn, der immer stärker um sich greift seit Jahren, ist ein wunderbares Thema. Also Eitelkeit, Selbstbezogenheit, Egozentrik, spielt ja alles eine Rolle. Und gleichzeitig auch immer fit sein zu müssen. Man strebt dem Alter nicht entgegen, sondern strebt von ihm weg. Man möchte sich möglichst lange frisch, jung und knackig erhalten und sozusagen dem Zellenalter trotzen. Den Fitnesstrainer Guido Freudenschuss, Inhaber des Move It Up und Anlaufstelle aller zahlungskräftigen, eitlen und körperbewussten Frauen der Stadt. Es geht letzten Endes um einen Fitnessclub, der aufgelöst werden soll und von der Stadt Schaffhausen und weil er bestimmten Bestimmungen nicht entspricht und sie kämpfen für den Erhalt. Es hat viele Wechsel. Man singt, man tanzt, man spricht, man, ja, das wird sein nicht langweilig, es ist toll. Klapp, klapp. Ich glaube im Leben an die Fantasie. Bist Sinn meines Lebens, was wär ich ohne dich? Ohne dich, man kann im Schicksal nicht gehen, es hat zum Glück uns ausersehen, erfragt. Ich glaube, dass das Leben auch sehr viel Inspiration braucht, Liebe, Freude, Zusammengehörigkeit. Und ich glaube, dadurch entstehen auch viele Ideen und entstehen Dinge, die einen weiterbringen. Es ist ja nicht immer nur die Frage, habe ich tatsächlich, ist mein Körper gesund? Es geht ja auch um die Gesundheit der Seele und des Geistes. Und ich glaube, das kann man mit diesem Stück so verbinden.